Ne, hier, grün. Obwohl, als erster abgeschlossen. Komm, wir probieren es dann einfach nochmal. Das ist so ein kleiner Tick von mir. Also dann will ich dann schon überall Gold haben, ne? Le Mans. Im Ford GT. Okay. Ich meine, wir hatten da ein bisschen Probleme mit dem Auto. Ach ja, da ist so in der zweiten Runde kam noch das Unwetter im Dunkeln. Oh, wow, 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 wow. Ja, trotzdem waren wir der Erste. Komm, wir fahren es mal. Gucken, was passiert. So, nach wie vor hoffe ich, dass morgen die Therapie ausfällt. Denn sollte das der Fall sein, ab morgen früh 10 Uhr ist ja Hellblade 2 verfügbar in Europa. Sprich, Feierabend machen, mit Vollgas nach Hause, Stream starten und los. Das müssen wir unbedingt zocken. Sollte halt Therapie sein, wird's nicht stattfinden morgen. Dann müssen wir es auf Mittwoch schieben. Weil es wird zu spät, bis nach Hause kommen. Nur wenige Strecken sind bekannter als Le Mans. Bei so vielen langen Geraden fährst du etwa 85% jeder Runde mit Vollgas. So. Versuch macht klug. Gott, ey. Das Auto ist schwer zu steuern, glaube ich, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bei so einer Vollgasstrecke am besten nicht so viel in den Chat gucken. Sonst verbock ich das. Aber ist ja eh ruhig heute. Wow. Das ist schon ein Biest, ne? Muss ich mal so zugeben. Da gucken wir dann auch gleich mal wegen Tuning, ne, vom Rennen. Dass wir gescheite Reifen, gescheites Fahrwerk haben. Weil anscheinend ist wirklich alles freigeschaltet. Und das ist ja mal mega, ne? Dann machen wir Reifen, Fahrwerk und gucken, dass wir die Höchstgeschwindigkeit noch ein bisschen höher kriegen. Aber vor allem Reifenfahrwerk und Stabis war echt eine geile Entscheidung eben. Ne? Da gucken wir auch nochmal. Boah, guck mal, wie der wackelt. Ach du Scheiße. Ist überhaupt ein Fahrwerk drin? Was fährt denn da vorne? Corvette? Ist zu weit weg.
Nee, Aston Martin. Nee. Wie heißt er? McLaren. Oder? Nee. Ein Honda NSX war das. Der neue. Mit E-Motor-Unterstützung. Was ein wunderschönes Teil ist. Also der alte NSX, ja, der war Kult, aber optisch hat er mir nicht so 100% zugesagt. Ich sag mal so 80%. Aber der aktuelle da, der ist wunderschön. Und hat halt Power. Also rundum ein gutes Auto. So, 353. Oh, haben wir geknackt. Sehr geil. Also schnell ist er schon mal. Kann man nicht meckern. Aber ist mir noch ein bisschen zu unruhig. Gucken, ob wir eine saubere Runde hinkriegen. Dass wir eine ordentliche Rundenzeit haben. Und schnell, ne? Dann 46, 7, 8, 9, bei 50 und weiter. Bei 55. Boah, guck mal, wie der wackelt. Läuft ganz gut bisher, ne? Da müssen wir drauf achten in den Kurven. Der schaukelt wie so ein Schiff. Boah, das war so knapp.
Kutsche. Oh, Digga, kannst du nicht aus dem Weg gehen hier? Nein, Runde versaut. Egal. Eh nicht verbessert. Das war das 349. Können wir uns mal merken. Ich glaube, ich will da gar nicht mehr rumtunen. Der geht ja ab wie die Sau. 7 Sekunden schneller als der zweite. Das ist viel. Da wir es ja schon mal auf den ersten geschafft haben, könnten wir das jetzt auch hinkriegen. Auf geht's. Zweiter. Warum? Aber ich sehe das Stuttering im OBS, das ist mir schon... Ich habe am Wochenende sehr viele Videos geschnitten. Star Wars. Und da ist mir schon aufgefallen, dass da so ein Stuttering drin ist. Ich habe das beim Spielen überhaupt nicht, aber... beim Aufnehmen... Also bei beim Star Wars kann ich es mir erklären durch das Raytracing. Hier dürfte jetzt nichts an sein dergleichen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Beim Starten. Gucken mal, das müsste jetzt eigentlich mehr sein als nötig an Sprit. Weil eine Runde ist eine Runde und wir sind kurz vor 2 Runden, also wahrscheinlich ist es viel zu viel Sprit. Aber jo, gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt müssen wir nur sauber an denen vorbeikommen, dass wir ordentliche Rennlinie fahren können. Das ist halt immer das Schwere, ne? Wow. Oh, oh Gott. Kollision. Da hat noch ein Haar dazwischen gepasst. Aber easy. Vollgas. Vielleicht können wir den im Windschatten an uns ranziehen. Ah, ne, ist schon zu weit weg. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht ist meine ja schneller. Ja, doch. 1,1, 1,0, oh Gott, Alter, 0,9, das wird sehr tight. Boah.
Lass mich. Ja, das war jetzt nicht. War jetzt nicht ganz so sauber, aber. Ich war nervös. Aber ja, dann ist es nicht das Rennen mit dem Regen, Sturm im Dunkeln. Das ist gut. Oh, 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 oh. Bloß kein Mist bauen. Und dann haben wir es gepackt. Kitzelt. Rasieren gleich. Ich hasse das Gekitzel. So. Erledigt. Gut gemacht. Danke. Wieder Blut geleckt, ne? Ah, jetzt könnte ich wieder jeden Tag Forza fahren. Ist einfach geil. Tadam. Da, erster. Gut, dass sie den Bug gefixt haben. So, was erwartet uns als nächstes?